Nie wieder Karies, der Süßstoff, den Zahnärzte nicht gerne erwähnen, und ein Videoausschnitt von einem Zahnarzt habe ich ebenfalls in das Video gepackt, welchen wir gleich mal widerlegen werden zusammen. Dieser Zucker, um den es heute geht, ist nicht mit dem Haushaltszucker zu vergleichen. Beide kommen zwar natürlich in Lebensmitteln vor und auch allgemein in der Natur, doch unterscheiden sich jene extrem in der positiven Wirksamkeit im Körper. Haushaltszucker, auch Saccharose genannt, ist ein Zucker aus einem Glucose- und einem Fructose-Molekül, also ein Zweifachzucker. Dieser hat keine nützlichen Eigenschaften, außer dass er unserem Körper einen Brennwert liefert. Isolierte Zucker erhöhen natürlich sehr schnell den Blutzucker, was ein großer Nachteil ist, nicht aber der Zucker, um den es heute geht. Schaut man sich die Studie hier mal an, mit gesunden Männern, die 12 Stunden gefastet haben und dann 25 Gramm Haushaltszucker zu sich nahmen oder 25 Gramm, jetzt kommt's, Xylit einnahmen. Dann sieht man eindrücklich, dass der Blutzucker sich enorm erhöhte durch den Haushaltszucker, aber so gut wie gar nicht erhöhte durch das Xylit. Das liegt daran, dass der Süßungsgrad zwar circa der identische ist wie von Haushaltszucker, aber Xylit einen deutlich niedrigeren glykämischen Index hat, hier in Orange dargestellt, aber die gleiche Süßkraft wie Haushaltszucker, hier an der Stelle 1 zu sehen in der Abbildung. Aber nicht nur das, Xylit hat auch noch ca. 40% weniger Kalorien als Haushaltszucker, nämlich nur 2,4 Kalorien pro Gramm. Xylit ist auch als Birkenzucker bekannt, da er aus jener gewonnen wird. Es ist nochmal wichtig zu betonen, dass Xylit ja ein Zucker aus der Natur ist und kein synthetisches Süßungsmittel, was entgiftet werden muss über die Leber. Doch was bedeutet ein glykämischer Index überhaupt von 13 beim Xylit? Womit kann man das denn überhaupt vergleichen? Ein glykämischer Index von 13 bei dem Xylit ist so tief, dass das Xylit sogar weniger den Blutzucker erhöht als Brokkoli oder Blumenkohl, denn diese liegen bei ca. 15, in anderen Quellen noch etwas darunter, sagen wir mal ungefähr gleich wenig den Blutzucker erhöht. Daher wird das Wort Zucker dem Xylit sicherlich nicht gerecht, ja, wie ich finde, eher Brokkoli oder Blumenkohlzucker würde hier doch besser passen. Doch haben wir uns hier wegen etwas anderem versammelt. Dieser Zucker zeigt nämlich sehr starke wachstumshemmende Eigenschaften bei Kariesbakterien. In einer Zeit, wo die Welt noch in Ordnung war und ich eine Eizelle war, und zwar 1976, gab es bereits Studien zu Xylit, wo man herausgefunden hat, dass so gut wie keine schädlichen Bakterien Xylit fermentieren können und damit daraus Energie herstellen können für sich. Trotzdem wird dieser Zucker aber aufgenommen von den Bakterien. Nur dann verhungern sie daran, da sie keinen neuen Zucker aufnehmen können, da das aufgenommene Xylit die weitere Aufnahme von Zucker blockiert und dieses aufgenommene Xylit nicht zur Energieherstellung für die schlechten Bakterien dienen kann, die nicht die passenden Enzyme haben, um die Bindung des Xylit zu spalten. Daher fand man so viele Jahre später heraus, dass Xylit ja in Studien massiv das schädliche bakterielle Wachstum hemmt, gerade auch Pneumokokken. Die sind sehr pathogen in der Lunge zum Beispiel. Und bereits 1996 gab es Studien dazu, wenn man in Kaugummis Xylit nutzte statt Haushaltszucker, dass sich Karies mehr als halbierte. In einer randomisierten Studie, die sehr spannend ist, wo es um die Zahngesundheit geht, genau genommen Karies und Xylit und Probiotika und Chlorhexan bzw. Chlorhexidin, ja, ein chemisches Mundwasser, was sehr oft weltweit genutzt wird. Der Titel aus der Studie, ja, Jahre 2022, ja, lautet wie folgt: Antimikrobielle Wirksamkeit von Xylit, Probiotika und Chlorhexidin, Mundspülungen bei Kindern und älteren Menschen mit hohem Kariesrisiko. Eine randomisierte, kontrollierte Studie. Das wird jetzt sehr, sehr spannend. Die Studie ging über 2 Wochen und die Bakterien wurden dann in den Plaques im Mund, ja, der Menschen gemessen bzw. den darin enthaltenen Karieserreger, den Streptococcus mutans. Doch bevor ich jetzt die Ergebnisse zeige, möchte ich euch noch einen Ausschnitt von einem Kinderarzt zeigen aus Instagram. Der Name ist auch unten eingeblendet, aus quellentechnischen Gründen, ja, von dem Kanal, was dieser über Probiotika zu sagen hat. Und dann zeige ich euch, wie unfassbar Unrecht dieser Arzt hat,
Anhand von den Studienergebnissen und wie viele Mütter ihren Kindern jetzt nicht helfen aufgrund von Unwissenheit dieses Arztes. Schauen wir mal rein. Bakterien in unserem Darm wie Sterne am Himmel. Und wenn man sich dann vorstellt, ich schieße in den Himmel jetzt eine Rakete, eine Feuerwerksrakete. Das ist um ein Probiotikum. Genauso viele Flackern macht dieses Probiotikum, was ich jeden Tag zu mir dann nehme, für eine Woche oder zwei Wochen, was ich ja dann nehme. Wenn man dann denkt, dass ich mit dieser Feuerwerksrakete jetzt den Sternenhimmel für immer verändern kann, dass dieses Flackern für immer da von meinem Feuerwerkskörper da oben hängen bleibt, dann, wenn man das glaubt, dann kann man auch Probiotika nehmen. Man kann etwas, was so groß ist, kann man nicht durch kleine Pulverchen, die man jetzt irgendwie einnimmt, dann so massiv wieder verändern. Die Studienergebnisse könnten konträrer nicht sein. In den Studienergebnissen sieht man sehr eindrücklich zunächst die Kinder, dass alleine die Probiotika den Karies-Erreger Streptococcus mutans im Mund um 28% senken konnten. Xylit konnten diesen Erreger um 14% senken und Chlorhexidin um 48%. Bei den 36 älteren Menschen war dies viel ausgeglichener. Hier konnte Probiotika den Karies-Erreger um 23% senken, Xylit ihn um 22% senken und Chlorhexidin ihn um 31% senken. Daher lautet die Konklusion der Wissenschaftler: Die antimikrobielle Wirksamkeit von Xylitol und probiotischen Mundspülungen war sowohl bei Kindern als auch bei älteren Menschen mit der von Chlorhexidin zu vergleichen, also mit der Chemiekeule. Probiotika können bei Kindern möglicherweise sogar wirksamer sein als Xylitol noch. Das gilt aber nicht nur für probiotische Mundspülungen, sondern auch für Probiotika zum Schlucken. In dieser Meta-Analyse aus 17 randomisierten Menschenstudien, also Goldstandard in der Wissenschaft, ja, aus dem Jahre 2023, also brandaktuell, konnte bewiesen werden. Derzeitige Erkenntnisse zeigen, dass Probiotika Karies bei Vorschulkindern vorbeugen können, wobei Lactobacillus rhamnosus bei den Karies Prävention wirksamer war als andere. Ja? Da ist zu erwähnen, dass Xylit sicher eine gute Alternative ist zu Chemiekeule Chlorhexidin und auch bewiesenermaßen wirksam ist gegen Karieserreger. Doch die Ursache ist eine Fehlbesiedlung im Darm und auch dadurch im Mund. Isst man genügend Ballaststoffe und probiotische Lebensmittel sowie keinen raffinierten und isolierten Zucker, ist Karies eher eine Seltenheit. Trotzdem würde ich Xylit hier klar einen Daumen nach oben geben, so wie ihr hoffentlich auch schon für dieses Video getan habt. Denn Xylit kann möglicherweise noch mehr. In einer Säugetierstudie konnte gezeigt werden, dass die Langzeiteinnahme von Xylit bei Säugern dazu geführt hat, dass das Kollagen gestiegen ist, welches unserer Haut ihre Jugend wiedergibt. Gerade das neu gebildete Kollagen stieg statistisch signifikant im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Das war kein Zufall, denn die gleiche Konklusion konnte ebenfalls in dieser Studie hier gefunden werden und wiederholt werden. Je mehr Xylit, desto mehr Kollagen wurde dementsprechend gebildet, sehen wir hier. Ebenfalls konnte bei Säugern gezeigt werden, dass Xylit eher zum Knochenaufbau führte und das sogar statistisch signifikant, was wichtig ist, denn die Zähne bestehen ja ebenfalls aus Knochen. Das sieht man hier visuell sehr deutlich, aber auch in Zahlen signifikant. Und in diesen Tieren hat es auch keine negative Einflüsse auf die guten Darmbakterien. Das sind jetzt keine Studien, um Xylit für Kollagen und so weiter zu nehmen, sondern zeigen vielmehr eine Tendenz, dass Xylit eher positiv als negativ auf den Körper wirkt in den jeglich bisher genannten Belangen. Jetzt ist noch final zu klären, ob Xylit als Zucker auch auf unsere Darmbakterienzusammensetzung, ja, genau genommen, sich schädlich auswirkt. Dazu gibt es diese interessante Studie. Man sieht hier eindrücklich, dass je nach Tagen, ja, das Xylit das Propionat ansteigen lässt in den verschiedenen Regionen im Darm bei uns. Propionat ist sehr wichtig, da es den pH-Wert im Darm sauer macht, also senkt. Und das kann zur Hemmung von schlechten Darmbakterien führen und das dementsprechend wollen wir. Denn ein hoher pH-Wert begünstigt schlechte Bakterien. Das kennen wir vom Sauerkraut. Dabei senkt sich der pH-Wert, das Kraut wird sauer und dadurch sterben alle schädlichen Bakterien, denn diese wollen immer einen basischen pH-Wert im Darm haben. Daher lautet die Konklusion der Wissenschaftler: Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Schlüsselenzyme für die Xylitverdauung aus verschiedenen Bakterien zusammen das Wachstum der Mikroökologie unterstützen können,
aber auch die Propionatkonzentration erhöhten, was den pH-Wert senkte und die relativen Mengen von Escherichia und Staphylococcus einschränkte. Und diese Erreger wollen wir nicht. Da ist es gut vorstellbar, dass Xylit auch im Darm einen Einfluss hat auf die Flora im Mund und nicht nur direkt im Mund auf die Erreger wirkt. Wichtig ist aber sicher ein gesunder Lebensstil und ein gesundes Essverhalten in Bezug auf die Zahngesundheit und damit auch bezogen auf das Wachstum aller Organismen in uns und auf uns. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr mich unterstützen wollt, mit den laborgeprüftesten Nahrungsergänzungsmitteln in Deutschland, unabhängig natürlich, dann auf purazell.de, denn da findet ihr alles Wichtige für eure Gesundheit, um diese perfekt zu ergänzen. Bis gleich auf purazell.de.